Herzlich willkommen zu meiner Fashion-Show. Ich bin generell so super Fashion- und Klamotten-affin. Ja? Also man könnte mich schon als Fashionista bezeichnen. Und generell weiß ich auch, was man tragen muss, um gut auszusehen. Ja? Also Style ist mir sehr wichtig. Und ja, ich habe mir gedacht, ich check für euch einfach mal Klamotten von Rappern und von Produzenten ab. Die haben mir nämlich etwas zugeschickt, in diesem Falle einmal von The Crates. The Crates, Produzenten von Contra K bis keine Ahnung was alles. Und der ganze andere Haufen ist von Flair. Flair hat mir seine komplette neue Kollektion geschickt. Und wir gucken uns das mal an und ja, let's go. So Freunde, wir fangen mit dem allerersten an. Ich habe bei allen Klamotten die Größe L. L gekauft, weil L passt halt einfach zu mir. Ich brauche es gemütlich und ich brauche es schön. So, kommen wir zu den allerersten Sachen von The Crates. Da gibt es zwei Pullis. Ja, einmal in schwarz mit rot The Crates drauf. Erinnert mich so ein bisschen an Supreme, aber die Schrift ist halt eine ganz andere, aber cool, hier an der Seite nochmal und hier an der Seite nochmal. Das gleiche gibt es nochmal in hellgrau und blau und da muss ich sagen, das ist geil. Ja? Das ist eine Farbe, die trage ich gerne, die finde ich auch sehr schön kombiniert. Das sind auf jeden Fall Farben, die mich glücklich machen. So Freunde! Kommen wir jetzt zum fetten Speck. Ja? Wir fangen als allererstes mit Kappen an. Lieber Flair, make Germany great again. Auf jeden Fall haben wir hier eine orangene Kappe. Ich weiß überhaupt nicht, wie man die nennt. Ich habe keine Ahnung von Klamotten. Ist das eine Trucker Cap? So, weil das hinten offen ist? Baseball. Aber Baseball sind doch so New Era. Die sind doch hinten zu, oder nicht? Geil! An dieser Stelle einfach mal Google fragen. Ja? Auf jeden Fall einmal in Orange und einmal in Schwarz. Schwarz würde ich sagen alltagstauglich. Ja? Orange eher, wenn man mal wieder beim Golfen oder beim Polospielen ist. Ja? Also so ein schönes orangenes mit einem Poloshirt ist auf jeden Fall geil. Geil. So, kommen wir jetzt aber mal ernsthaft, kommen wir zu den Klamotten an sich. Wir haben hier als allererstes einen Pulli, wo ich sagen muss, gefällt mir. Hier unten zwei Taschen, ne? Hier ein bisschen was drauf, in weiß, schwarz, grau. Hier oben Reißverschluss, einen kleinen Kragen. Super, ne? Also kann man gut tragen auf jeden Fall. Wir machen als nächstes einen nächsten Pulli. Der ist irgendwie so olivgrün oder sowas. Olivgrün. Und der ist mega oversized, Alter. Also da fühle ich mich ein bisschen wie ein Sack. Den muss man, glaube ich, mal angezogen sehen. Der hat hier unten auf jeden Fall so Schlaufen. Keine Ahnung wofür. Das werden wir wohl auch noch rausfinden, irgendwann. Jetzt kommen wir zu einem Stück, das ich enorm geil finde. Einen ganz normalen schwarzen Hoodie mit maskulin in schwarz drauf gestickt. Gestickt, glaube ich, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe es jetzt noch gar nicht genannt. Maskulin heißt das Ganze und Ghetto-Sport. Ghetto-Sport und maskulin. Auf jeden Fall, den finde ich enorm geil. Schwarz, clean, schwarz, maskulin drauf. Sonst nichts, wirklich gar nichts. Also der ist Bombe. Meine Katze wird ihn auch lieben. Da werden wahrscheinlich nur Katzenhaare drauf sein. Aber ziemlich geil. Kommen wir zum nächsten. Grüner Pulli. Hier oben auf dem Kragen steht Ghetto Sport. Erinnert mich an diese, wie heißt die Marke? Acne oder irgendwie sowas? Ja, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall schon öfter bei irgendwelchen Sachen gesehen. Sonst muss ich sagen, ja, grün ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Hier hinten nochmal das M für maskulin, aber ja, das muss man für sich wissen, glaube ich. Ne? Hier kommen wir wieder zu einem Stück, also
Pullis mit Kapuzen habe ich jetzt wirklich, ich habe viel zu viele davon, mag ich gar nicht mehr eigentlich. Der schwarze ist eine Ausnahme, weil er schön simpel war. Hier kommen wir wieder zu einem normalen Pulli ohne Kapuze, finde ich geil. Finde ich geil, hier vorne einfach nur Ghetto-Sport bei Maskulin. Darunter wieder so eine amerikanische Trump-Flagge. Und der sieht geil aus. Oder was sagst du? Der ist nice, ne? Der ist echt schön simpel, rot sticht heraus. Kann man nichts gegen sagen. Jetzt kommt auch eine sehr geile Farbe. Ich habe keine Ahnung, ist das Lachs? Ja. Boah, ich bin so ein Fashion-Profi. The first real brand, das steht auch überall drin, ne? Also die erste echte Marke. Ja? Geile Farbe. Simpel, ich mag simple Klamotten. Auch wenn ich jetzt irgendwie ein T-Shirt habe, wo tausendmal North Face draufsteht. Aber normalerweise mag ich simple Sachen. Ja? Und das ist mega simpel und mega geil. Also das ist wirklich nur ein M drauf und die Farbe ist Bombe. So, kommen wir zum nächsten. So, nächstes haben wir wieder den gleichen, den wir gerade eben in Grün hatten, in Rot. In Rot finde ich ihn auf jeden Fall nochmal geiler. Ich weiß nur nicht, ob ich mich mit diesem Kragen anfreunden kann. Ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Aha. Hier haben wir das, nicht das, oh, den habe ich ja noch gar nicht ausgepackt. Das gleiche, was wir gerade in Lachs hatten, haben wir in Schwarz. Ich mag simple Sachen. Simpel, schwarz, schick. Nicht zu dick. Gut für den Frühling oder im Sommer abends, denke ich mal. Kommen wir zum nächsten. Da sehe ich mich auf einer Après-Ski-Party. Da sehe ich mich. Après-Ski-Party? Nein, ernsthaft. Krasse Farbe irgendwie, oder? Alter. Boah, der ballert aber richtig. Ja, der ballert. Der ballert. Der ist genauso wie der, den wir am Anfang hatten. Ne? Der grau-weiß-schwarze, der war genauso geschnitten. Nice. Haben wir den auf jeden Fall noch. Dann haben wir hier unten noch etwas. Oh, wir haben natürlich auch T-Shirts dabei. Apropos Preise und so weiter, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Müsst ihr unten einfach auf den Link klicken. Ich habe keine Ahnung, ob sich die, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Haben wir als nice. Okay, das fällt groß aus, oder? Das fällt normal aus, würde ich fast sagen. Ärmel ein bisschen, ja, nee, sieht gut aus. Schöne Farbe, also ist kein Weiß, sondern ist so ein Cremefarben. Ghetto Sport bei Maskulin. Diesmal aber hier drunter ohne diese amerikanische Flagge. Ist ein bisschen dicker, das T-Shirt. Also da wird man im Sommer auf jeden Fall ein bisschen schwitzen, kann ich mir gut vorstellen. Kommen wir zum nächsten. Also ich bin mir jetzt extrem sicher, ich brauche keine Pullis mehr für mein Leben. Ne? Flair, dankeschön. Ich brauche definitiv keine Klamotten mehr, also keine Pullis zumindest. Ja, den wir in Schwarz hatten, haben wir jetzt auch nochmal in Grau. Auch eine geile Farbe. Auch schön. Ich mag solche Sachen, ne? So ganz simpel, so nicht viel drauf. Jacken machen wir gleich. Jacken machen wir gleich. Oh, dann haben wir nochmal einen. Und zwar den dritten, glaube ich, jetzt in dieser Art. Mit diesem Kragen hier oben. Ist das ein Rollkragen? Ja, klar, schon ein Rollkragen. Ja? Ja? Ein Rollkragen. Haben wir hier oben. Oh, boah, das ist aber Minzgrün, oder? Das ist aber. Geile Farbe, Alter. Das ist, das ballert. Schön. Also, dann haben wir den dritten jetzt in dieser Farbe. Der gelbe, der schwarz-minz-türkis-grüne und der andere. Okay, wir haben das gute Baby mit dem Kragen nochmal in schwarz. Also, mit dem Ghetto-Sport-Kragen oben drin. Das gleiche mit dem Kragen in Grau. So, dann haben wir natürlich noch ein paar T-Shirts. Das T-Shirt in Schwarz. Das T-Shirt in Rot. Das T-Shirt in einer Farbe, die ich nicht weiß. Ocker. Ocker. Das T-Shirt in
So, das waren alle T-Shirts und alle Pullis. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, und zwar Trainingsjacken. Leute, es ist das Jahrhundert, das Zeitalter der Trainingsjacken. Und hier haben wir diese Trainingsjacke in Lila. Super geile Farbe. Mega geile Farbe. Jacke in Rot. Jacke in Orange. Und die Jacke nochmal in Türkis. Und jetzt haben wir noch die letzte Jacke in Schwarz. So, Freunde, das war, wie gesagt, die Klamotten von The Crates. Vielen, vielen Dank an euch, Jungs, und die Kollektion von Flair. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat eigentlich alles gefallen, was ich gesehen habe. Was ich anprobiert habe, ebenfalls. Ich denke mal, die mit dem Kragen sind nicht mein Geschmack. Und vielleicht das Gelbe, das ist auch nicht mein Geschmack. Aber sonst finde ich geil. Qualität wird sich mit der Zeit zeigen. Ich mache jetzt keine Langzeittests oder so. Aber ihr werdet bestimmt sehen, wenn ich in Videos oder so die Sachen trage, dann bin ich zufrieden damit. In dem Sinne, macht es gut. Ciao.